Wettkampffeeling in der Schwimmhalle Olfenstedt. Der SC Magdeburg Abteilung Schwimmen hatte zum 32. Magdeburg Master Schwimmen eingeladen. Wenn man sich in der Halle so umblickt, dann sieht man deutlich mehr Senioren, als man es bei einem herkömmlichen Schwimmwettkampf erwarten sollte. Dabei ist die Begründung ganz einfach. Beim SC Magdeburg, wie in vielen anderen Schwimmvereinen auch, gibt es einen Leistungsbereich, einen Nachwuchsbereich und einen Masterbereich. Im Masterbereich dürfen alle mitschwimmen, die älter als 20 Jahre sind, und jeweils alle 5 Jahre gibt es eine neue Altersklasse. So kommt es, dass auch hier, nennen wir es ruhig beim Namen, ältere Schwimmer ihre Leistungsfähigkeit messen. Okay, also wir haben ein relativ breites Altersniveau hier. Also wir haben auch eigene Sportler, die schon bis zum gehobenen Alter, Altersklasse 80, mitschwimmen. Aber wir haben natürlich auch junge Sportler, die auch regelmäßig im Zweijahresrhythmus an Europameisterschaften und halt auch an Weltmeisterschaften teilnehmen. Und wir sind da eigentlich auch gut besetzt und gewinnen auch durchaus Medaillen und dieses Jahr sogar Goldmedaillen. Auf die Plätze! Insgesamt wurde in 16 verschiedenen Schwimmarten, unterteilt nach Damen und Herren, um die begehrten Urkunden gekämpft. Dabei geht es bei diesem Wettkampf auf der 25-Meter-Bahn nicht so sehr um den Sieg, sondern eher um die Standortbestimmung für die einzelnen Schwimmer und Schwimmerinnen. Also wir durften hier heute 85 Sportler aus 21 Vereinen aus Sachsen-Anhalt begrüßen. Also nicht nur Sachsen-Anhalt, also wir haben auch Teilnehmer aus Mannschaften aus Bonda, aus Potsdam und auch aus Berlin. Warum kommen die hierher? Wissen die, dass hier toll organisiert ist? Erstens ist es toll organisiert und zweitens haben wir jetzt im Ende November haben wir nochmal die deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Essen und jeder will sich quasi vorher nochmal ein bisschen selber prüfen, gerade hier auf der kurzen Strecke im Becken, welche Zeiten er in diesem Jahr noch schwimmen kann und möchte sich gerne darauf vorbereiten. Das ist die wahrscheinlich prominenteste Schwimmerin in ihrer Altersklasse. Annemarie Lüdecke vom TV Gutheil Zerbst, hier beim Start für die 50 Meter Brust. Auf die Plätze! Das schwimmen wir mal. Annemarie, Jahrgang 1938, ist zweimalige Europameisterin und ist in Magdeburg insgesamt 8-mal gestartet. Sie hat die 50 Meter Schmetterling, die 50 Meter Rücken, die 50 Meter Freistil gewonnen und hier siegt sie ganz knapp über die 50 Meter Brust. Bei den Staffelwettbewerben gibt es auch unterschiedliche Altersklassen. Hier ist die Berechnung aber etwas anders. Genau, so funktioniert das. Also Staffeln werden immer aus 4 Teilnehmern geschwommen und da werden dann sozusagen die Altersklassen zusammenaddiert. Also wenn jetzt 4 Sportler schwimmen, die AK40 sind, dann kommen wir quasi in der Altersklasse 160 an bei 4 Personen. Rechnen Sie sich das also bitte selber aus. Die Siegermannschaft über die 4x50 Meter Lagenstaffel kommt vom SC Magdeburg. Sie startet in der Altersklasse 280 plus und braucht eine Zeit von 3 Minuten 702. Das ist eine sehr beachtliche Leistung und somit sind die Magdeburger Starter für die Kurzbahnmeisterschaften im November bestens gerüstet.